Hannah Arendt, politische Theoretikerin und Publizistin, Jüdin und in die USA emigriert, wird von der Zeitschrift The New Yorker nach Jerusalem geschickt, um über den NS-Kriegsverbrecherprozess Eichmann zu berichten. Hannah Arendt wagte es in ihrem Essay über den Holocaust, Begrifflichkeiten zu verwenden, die bis dahin unvorstellbar waren. Sie provoziert einen internationalen Skandal und muss sich vor Feinden wie vor Freunden verteidigen. Margarete von Trotter machte einen bewegenden Film über diese große Frauenfigur des 20. Jahrhunderts. Am 9. Juni war die Regisseurin durch die Unterstützung des Goethe-Instituts beim Jüdischen Filmfest und beim Frauenfilmfest von Barcelona eingeladen. Ich bin keine Historikerin und ich bin keine Dokumentarfilmerin. Ich bin eine Filmerin, die, wenn sie eine Person filmen oder porträtieren will, mit dieser Person mitgehen muss. Und mit dem, was sie gesagt hat. Ja? Also ich kann jetzt nicht da zurücktreten und sagen, ja, aber da gibt es andere, die sind die ganze anderen Meinung und so weiter. Aber ist es denn nicht interessant, dass ein Mann, der alles getan hat, was ein mörderisches System von ihm verlangt hat, der sogar eifrig genaueste Details über seine feine Arbeit ausbreitet, darauf besteht, dass er persönlich nichts gegen Juden hat. Er lügt! Falsch, er lügt nicht! Hannah, du gehst ihm auf den Leim! Er behauptet, er hätte nicht gewusst, wohin die Züge fuhren. Glaubt ihm das etwa auch? Für ihn war es unwichtig, das zu wissen oder nicht. Er beförderte Menschen in den Tod, aber er fühlte sich nicht verantwortlich dafür. Sie hat ja nicht damit gerechnet, dass man sie so missversteht. Ja, sie ist an Polemik gewöhnt, sie ist an Diskussion gewöhnt. Das sieht man ja auch in ihrem Apartment, wo die Leute zusammenkommen und sich streiten und ihre Meinung austauschen. Das geht ja auch manchmal sehr heftig her. Aber sie hat damit mit dieser Reaktion und die eben sehr wohl auch auf Missverständnis oder Unverständnis beruht hat, hat sie nicht gerechnet. Natürlich, es gibt viele, die sagen, sie hat Unrecht gehabt. Ja, mit ihrer These. Andere wiederum sagen, die hat uns vieles erklärt, was wir sonst nicht verstanden hätten. He protested time and again, contrary to the prosecution's assertions, that he had never done anything out of his own initiative, that he had no intentions whatsoever, good or bad, that he had only obeyed orders. This typical Nazi plea makes it clear that the greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. Evil committed by men without motive, without convictions, without wicked hearts or demonic wills, by human beings who refuse to be persons. And it is this phenomenon that I have called the banality of evil.